Wer darf uns bitte zurückmelden zu den Top 8? Der. Und? Ja, sprich, Entschuldigung. Also zu Top 8 vor dem Modern Championship. Wir sehen Five Color Humans zur Linken von Bill Georg gegen UV Control zur Rechten von Lettner Julius, das was wir vorher schon gesehen haben. Genau, man sieht, der Lettner hat seinen Sieg, hat was gebracht, er ist reingerutscht als 8. Spieler mit gleich vielen Punkten wie der 9., 10. und 11., muss man dazu sagen, aber halt mit einem viel besseren Buchholz. Also hat sich's ausgezahlt, dass er da gewonnen hat und ist jetzt dabei. Genau, also mal eine persönliche Frage an das liebe Spielraum Wien Team. Ich wollte demnächst kleine Urlaubsreise antreten und wollte auch in Wien vorbeischauen, wollte mal in den Laden kommen und FNM oder sowas spielen. Wie teuer ist das Spiel bei euch? FNM, also das normale Standard-FNM, ist gratis. Da kannst du einfach mitspielen. Der FNM Draft kostet 15 Euro, wird aber natürlich in Preisboostern ausgeschüttet. Es sind 2 Booster pro Person im Pool. FNM Legacy und FNM Modern, was wir abwechselnd auch einmal, also was wir abwechselnd am Freitag haben, hat 5 Euro Startgeld, da wird aber das ganze Startgeld auch in Preisen ausgeschüttet. Ja, Modern am Samstag, wenn du das spielen würdest, ist zum Beispiel auch gratis. Also die meisten Turniere sind gratis, außer du kriegst halt was dafür zurück. Ja gut, also da sind wir, also ich finde persönlich, das ist ein sehr spannendes Matchup, weil das ist eigentlich gerade so ziemlich das Meta-Matchup, würde ich mal sagen, da haben wir Humans, richtig starke Agro-Listen gegen UV Control, das was eigentlich, wo eigentlich das Mainboard sagt, Humans komm, ich mach die fertig. So mit Terminus, Time Reinforcement, Set Engine Sphere, also alles was das Herz begehrt. Und da kommt der Turn 2 Mantis Rider. Aber Turn 2 Mantis Rider ist genau das, was Humans sagt, ja schau mal, ob du schnell genug bist. Genau, ja, find dein Path. Genau, und dann, wenn, ich meine jetzt hat sich auf der Hand, aber wenn jetzt ein Kitesil Freebooter von oben noch kommt zum Beispiel, oder ein Meddling Mage, oh, Meddling Mage auf Terminus, dann ist der Top-Deck schon weg. Also das ist... Ja, der Horror Fountain getappt, dass man nicht zu viele Lebenspunkte verliert. Ja, da simuliert man lieber nichts, wenn man eh nichts hat. Und ich meine, er hat sehr viele Länder. Ja, ich glaube, das sind 5 Länder in der Hand. Snapcaster Mage und ein Orb war das. Ja, das ist alles nicht so mörderprickelnd. Das einzige Schlechte ist, wenn er jetzt Opt spielt, kann er die und einen Terminus findet, kann er es nicht einmal. Er hat gar keine Opt, das sind einfach nur 6 Länder. Bam! Oh, das ist eine harte Hand. Hart ist ein Hilfsausdruck, das ist ja besonders furchtbar. Mit Serum Visions, glaube ich, ist gecastet worden im vorigen Turn. Ja. Puh. Naja. Ich behaupte mal, dass das ein schwerer Sieg wird, wenn es ein Sieg wird. Und der muss schon ein paar gute Drawsteps beinhalten. Ja, oder einfach auf ein Wunder hoffen, in Form von einem Terminus von oben. Ja, ein Mirakel sozusagen, ein Mirakel, im wahrsten Sinne des Wortes. Da schaut der Mantis Rider von 5 vorbei. Na. Nein, das ist kein Mirakel. Das ist Cryptic Command. Cryptic Command. Ich meine, das kauft den nächsten Zug, weil den nächsten ist man noch nicht tot und den übernächsten kann man sich praktisch ersparen, aber leibern ist trotzdem nicht. Nicht mal ein bisschen. Was haben wir da? Sehr schön, dann packe ich mal Farkala Flyman. Und zeig meine Brewer-Künste. Ja. Ja, bitte. Brewer sind immer willkommen. Ich finde Brewer eher am coolsten an Magic. Und das Go. Da schaut der Mantis weiter wieder vor 5 vorbei. Oder wenn man jetzt einen Talias Leutnant hat, ist das natürlich das Spiel vorbei. Ach, Horizon Canopy wird gesackt. Ja. Da hat meine Ancient Ziggurat. Jetzt Talias Leutnant, muss nur dran glauben. Das Herz der Karten, oder wie? Das Herz der Karten, muss man glauben. Er weiß es ja schon, er kennt seine Karten, nur wir sehen sie nicht. Ja, wirklich wahr. So, das heißt, die beiden Nobelhierarchs machen 2 schon, der Mantis Rider macht 4 schon, dann wären wir auf 6 schon, der Kitesurfer-Booter macht 8. Da reicht immer nicht aus. Na, ist immer auf 2, alles easy, alles easy. Ja, genau, da kann man wieder zurück, Human spielt ja keine Burn-Spells. Genau. Dann schiebt man alles nach vorne, 8 Damage. Irgendwann ist das halt blöd mit dem Fetchen, weil man keine Fetchen mehr hat, aber sonst ist alles leibend. Schaut, da macht man sogar noch den guten Jump-Block. Ja, nicht mal Jump Block, sondern traded sogar.
und kriegt auf einmal nur noch was, 2, 4, 7. Ne? Na, geben wir auf 3 Lebenspunkte. Ja. Jetzt kommt das Wunder von oben. Das kommt war nicht. Problem ist halt, dass jetzt, selbst wenn jetzt von oben ein Mantis Rider kommt, wenn von oben Terminus kommt, kann immer sein, dass von der, auf der anderen aber Seite von oben Terminus kommt. Aber es ist einfach ein Supreme Verdict gekommen. Oder das, ist natürlich das auch in Ordnung. Jetzt ist natürlich Mantis Rider mindestens genauso gut. Jetzt ist Mantis Rider wieder natürlich der Auto-Win. Frage ist, ob man hat natürlich. 2 Handkarten für Humans. Humans hat kräftig investiert, hat sie. Also ich würde nicht sagen, nicht gelohnt, aber der UWR-Spieler steht noch immer. UWE-Spieler steht noch immer. Oh, da kommt der Dalias Leutnant, der Einsamer, der macht nichts. Oben Glacial Fortress. Ja, man hätte es fast nicht glauben können, aber der UW-Control-Spieler hat sich stabilisieren können. Er ist wieder dabei. Also ich will noch nicht sagen, dass gut ausschaut, aber er ist noch nicht gestorben. Mhm, ja. Und das hat schon ganz anders ausgeschaut. Field of Ruin ist auf jeden Fall eine wichtige Karte, damit man das ätzende Cavern of Souls wegbringt. Ja. Damit man wieder countern darf. Wenn der jetzt alleine angreift, wird man wahrscheinlich den Damage einfach nehmen. Man kann wenn das wenn was spielt, Meddling Mage. Meddling Mage ist halt urgrauslich. Und man kann nicht countern, das ist noch schlimmer. Na gut, man kann aber, bevor irgendwas Schieres ist, man kann es resolven lassen, hoffen, er sagt nicht Cryptic Command. Und dann kann man machen Tap all Kreaturen, Bounce Meddling Mage. Ah, das ist, bringt nichts, dann braucht man. Ja, wahrscheinlich wird jetzt Mentales Leutnant angriffen, dann aktiviere die das Field of Ruin, schießt die Cavern weg und schmeißt einen Snapcast ins Spiel, damit den Dalias Leutnant traden kann. Ja. Und hab, glaube ich, noch immer ob Terminus offensichtlich. Also ich würde das Terminus. Terminus, ja, ziemlich sicher sogar. Ja, aber dieser Meddling Mage muss halt auch weg. Über kurz oder lang. Den zu ignorieren ist halt auch keine. Ja, aber da hat man nächsten Turn nicht mehr Zeit. Achso, ja. One problem at a time. Ja, genau. Cryptic Command, tappen alle Kreaturen und zieh der Karte. Bin jetzt kein Fan davon. Gibt noch ein Land. Also mit Human Spieler die Hosen unten. Kann hat noch ein Cryptic Command, alles problemlos. Da ist yeah. Noch. One problem at a time. Die Frage ist aber wirklich, also wenn nächsten Turn jetzt. Wenn er noch eine Kreatur hat, kann er nicht einmal mehr sagen, okay, ich trade den. Was passiert jetzt? Also, ja, das ist Verdict. Okay. Das finde ich hart. Ja, aber finde ich vollkommen korrekt. Ich meine, der hat keine Hand, das heißt, der muss Top-Deck-Modus und. Ja, aber für das hat man Humans zu viele gute Top-Decks oder ja, zu viele mögliche, weil das ist eigentlich. Aber das Terminus abgestellt heißt, du hast jetzt praktisch nur noch was? Einen Counterspell und du live fast ziehen können, also einen Removal, was live ist. Hm. Ja, jetzt kann man schon mal das Field of Ruin aktivieren, damit man. Damit man mal wieder counter kann. Ja, das würde ich jetzt machen, bevor noch irgendwas Schwieriges passiert. Vielleicht noch ein Drawstep, weil man glaubt, dass er noch. Ja, er hat das. Ich glaube, Human spielt sowieso nicht eine. Es spielt schon ein Basic, 4 in jeder Farbe. Er macht sogar noch in seinem Turn. Das ist falsch, also falsch. Wahrscheinlich wäre es in seinem im gegnerischen Turn besser gewesen, weil es die Wahrscheinlichkeit, dass er das zweite Basic zieht und das dann halt es nichts macht, gegeben ist. Ja, das sind halt immer diese. Ja, mathematischen Kniffe, also. Genau, also diese Miniatur-Outs. Ob sich's wirklich auszahlt, man weiß es nicht. Ja, jetzt hat man nur bequem 5 Mana offen, das heißt, man kann Cryptic und einen potenziellen Terminus casten. Außerdem hat man Humans hat man eine Handkarte, UB Control sitzt jetzt mit 5 Handkarten da, da glaube ich, beschwert sich auch keiner drüber. Ja, dann schaut da. Champion of the Parish für 1 vorbei. Eine Talia. Die wird ziemlich viel, ziemlich sicher gecountert werden. Zwar mit einem Spellsnare. Der ja. Spieler hat nichts mehr. Man hat ihn immer in Cryptic Command. Man glaubt es gar nicht, aber mit. Es hat zwar nicht so ausgeschaut, aber es genauso ist es halt mit UW-Control.
Und schon wieder der Main Phase Snap Custom Mage, diesmal wahrscheinlich auf Serum Visions. Das ist nicht mehr ein Friedhofart, da hat er gerade gebrannt. Das hat er nämlich schon gemacht vor etlichen Turns. Das war jetzt gerade. Oi. Er hat noch. Also er hat seinen Mana getappt. Was macht er denn? Oh, Facepalm, ja, das glaube ich auch, dass das Facepalm ist. Jetzt hat er gerade ein Cryptic Command, was er im Friedhof verwenden hätte können, einfach gewastet. Genau, ja. Jetzt kommt der Freebooter. Aber jetzt kann er machen, Counter, bounce ich meinen Snapcaster Mage, damit ich. Ein Snapcaster Mage würde auf keinen Fall bouncen, weil der Champion schon ziemlich gefährlich ist. Warum? Er macht einen Schaden. Ja, eins oder zwei ist schon wurscht. Counter Draw, glaube ich, war das? Ja, es war definitiv Counter Draw. Opt. Opt, das Opt in der eigenen Turn finde ich auch komisch. Ich meine, ich will Tiferi oder sowas finden, ja. Hm. Aber wenn das jetzt ein Terminus ist. Ja, genau, beißt man sich in den Arsch. Genau. Ich verstehe schon, warum er die Sachen so macht, aber es kann halt auch ganz nach hinten losgehen alles. Na, ich glaube, es war kein Terminus. Da war da eine Insel. Ja, Mana-Probleme hat er keine. Eine Horizon Canopy, die wird gesägt, dass man Karte ziehen darf. Ja, da muss man auf dem Lightning Bolt mit Beinen hoffen, auf dem Mantis Rider. Ja. Der wäre schon richtig gut. Der Champion wird ziemlich lange in Snapcaster Mage anschauen, den Trade wird man gerne eingehen wollen. Für 3 Mana der Mantis Rider. Wirklich wahr. Und jetzt wäre der Snapcaster Mage auf der Hand natürlich schon so viel besser. Was haben wir da? Ich glaube, das sind das 3 Länder. Zwei Länder sind sicher, ich weiß nicht, was das dritte ist. Das wäre jetzt so, ja, das. Das wäre halt, wow. Also da wird der Julius nicht so sich noch sehr lange zusammen, ja, sehr da, ärgern. Ja. Bitte nicht, Julius, schau da bitte nicht das Replay an. Ja, nur ärgert man sich, glaube ich, nur das, fünfmal. Ja. Oh, das tut einem echt leid. Das ist halt, wenn man schnell spielt und denkt, ja, das und das und das, und jetzt mache ich das und dann so, oh. Das zahlt es halt schon aus, einmal vorher zu schauen. Genau, der, definitiv hätte da vorher schauen müssen, ob das noch überhaupt ein Graveyard ist oder nicht. Ja, das tut weh. Weil an und für sich hat das ja gut gespielt. Ja, ja. Vor allem, es hat ja gut ausgeschaut. Er war ja eigentlich, ich meine, auf 2 Leben kann man nicht sagen stabilisiert, aber er war relativ stabilisiert, mhm. Ja. So, was haben wir jetzt Postboard? Scene Collector werden wir definitiv sehen. Ist einfach zu wichtig, die Karte. Kabal könnte man auch. Na, fix. Der muss entweder gecountert werden, dann ist er, nimmt er einen Counter weg, oder Resolve und dann ist jedes Removal gleich 2 Leben. Mhm. Die Frage ist, ob da Gardok Take reinkommt. Ja, sicher, stellt alle Mass Removal ab. Genau, alles, was 4 oder mehr ist. Und die Planeswalker? Die Planeswalker? Was ist die Planeswalker? Er stellt Chase und die Fähre. Ja, ja, natürlich, ja, stellt auch beide ab. Vollkommen genau. Richtig, ja. Auf der anderen Seite. Wir haben zu 100% Geist of Sin Draft. Supreme Verdict aus dem Sideboard werden wir sehen. Also ich glaube, in dem Matchup ist Geist of Sin Draft nicht der beste. Ich glaube auch nicht. Die zwei Timely Reinforcements aus dem Sideboard werden wir sicher sehen. Die kaufen einfach zu viel Zeit gegen das Deck. Dampings für sonst ist sonst eigentlich wirklich nicht viel Karten. Celestial Purge, glaube ich, ist nur gegen Mantis Rider. Ja. Ich meine, ja, würde ich bringen, Celestial Purge würde ich bringen, weil Removal ist Removal ist Removal. Genau, ja. Es hört sich zwar traurig an, aber es wird nicht besser. Man trifft in Kitesail Freebooter. Ja, man trifft halt 2 Kreaturen und das ist ausreichend. Ja. Aber mit Schwarz und Rot, oder? Schwarz-Rot, ja. Okay, ja dann. Weil es nie geht, wird mal sicher rauskommen. Logic Note kann man, glaube ich, drinnen lassen. Mana Lake wird man auch drinnen lassen können. Ja, muss man, glaube ich, sogar. Glick tötet zumindest einen Mantis Rider. Genau. Vielleicht muss man die Geist sogar wirklich bringen, weil sie Jumpblocker sind. Das hört sich zwar erbärmlich an, aber sie sind es halt auch. Ich glaube, er hat ein Problem, dass er nicht wirklich viel Slots hat, wo er ausgeben will, oder was? Genau, ja. Weil dann will er wahrscheinlich nur die Negates wirklich ausgeben. Das Opt würde nicht raushauen, vielleicht dass er Serum Visions cuttet, aber das kann man auch fast nicht vorstellen, sind doch zu wichtig. Geben das heißt, zu viel Informationen. Das heißt, er bringt die 2 Time Reinforcements und das Celestial Purge und rausgegeben hat er. Das habe ich jetzt leider nicht gesehen, man hätte es eh sehen können, aber er hat nur 3 Karten gebeutet, das habe ich gesehen. Ja, 3 Karten, da wird definitiv Negate dabei sein. Vielleicht, wenn er sagt, Logic Note bringt sie nicht zu viel, dass er die raushaut. Weil wenn Kevin liegt,
Ja. Und Aetherweil ist doch semi-gut die Karte. Ja, ich meine, jeder Counterspell ist semi-gut in dem Zusammenhang, aber alle raus und kannst halt auch nicht. Genau, aber vielleicht haust wirklich eine Gate, Mana League und Logic Not raus und sagst. Genau, weil es die zwei Time Reinforcements und das Supreme Verdict wird definitiv ins Mainboard kommen und das werden nur die Slots, was man hat. Ja. Ja, interessant ist, was Humans als auffahren wird. Problem ist natürlich auch, dass man nicht zu viel reinboarden kann, wenn man dann Mainboard wieder, sein Mainboard wieder schwächt. Da wird eifrig diskutiert, wo das Obdach im Graveyard verschwunden ist. Sehr am Wischen was. Ja, er hat Turn 3 gespielt mit dem Snapcaster, um einen Blocker zu haben. Und dann war es halt weg. Ja, das ist. Ich verstehe, dass ihm das wehtut. Ja, wobei der Mistspell fast nicht so fatal ausgeschaut hat, wie was oft zum Schluss dann doch war. Ja, das. Der Moment, nein. Einen Snapcaster für nichts reinflashen, ja, ist tut schon weh, aber wenn es dann ist, okay, vielleicht passiert eh nichts und vielleicht kann ich es eh noch rausreißen, aber irgendwann patzen halt schon hinter ein bisschen. Ja. So, wobei die Spiele haben fertig gemischt. Schaut noch ein Keep auf beide Seiten aus. Na doch nicht. Julius muss einen Mulligan nehmen, da sehen wir ziemlich wenig Länder in der Hand. Ah, und Humans muss. Der Georg muss auch einen Mulligan nehmen. Ja, aber jetzt wird es, glaube ich, noch mal echt schwerer fürs Humans-Deck werden, gegen OB-Control zum Durchkommen. Und wenn man das Agro-Deck nicht on the play ist, weil man nicht quasi den einen Turn-Vorteil hat, wird es ja. Viel schwerer werden. Aber er hat halt das dritte Game, wo er definitiv wieder on the play sein wird. Genau, ja. Und wir spielen ja doch nur ein Best of Three, gehe ich mal davon aus. Was heißt, es könnte. Also, schauen wir mal, ob wir ein drittes Game brauchen, ja, weil wenn UW halt jetzt zum Beispiel nochmal einen Mulligan nimmt oder halt irgendwie struggelt oder der falschen Reihenfolge seine Karten zieht, kann es auch vorbei sein. Genau, ja. Und Humans kann halt schon auch sehr explosiv sein und einfach aus nichts heraus, also nichts heraus, aber es kann halt die überdurchschnittliche Kurve legen und dann ist halt vorbei. Genau, und das ist immer das Starke an Humans, weil man das Deck immer so schwer einschätzen kann. Okay, er hat jetzt auch Handkarten, aber er kann halt mit zwei Handkarten sind meistens bei Humans Deck schon fast 8-9 Schaden. Das tut dann schon weh im Late Game. Ja, zwei Melding Mage, zwei Keizel Reboot, aber kein Land, glaube ich. Dann muss man nur Mulligan nehmen. Ja, OB da, also auf jeden Fall zwei Länder habe ich gesehen. OB Control mit Keep. Ja, das ist definitiv ein Keep, weil er ist ja on the play, hätte zuerst sagen müssen. Ein Search, ein Path, zwei Länder und zwei für mich. Ja, Path ist man, glaube ich, schon mal gut dabei, da kann man schon mal zwei Turns Zeit kaufen, mindestens. Ja. Und hoffen, dass man irgendwann. Ein Snapcaster Mage und ein drittes Land vielleicht, ist es das? Ja. Also, Mit Snapcaster Mage und dritten Land, da ist man schon ziemlich gut dabei. Ich glaube, das Surge habe ich jetzt auch gesehen. Genau, ein Surge, ein Path und Snapcaster Mage, drei Länder. Da ist man ziemlich gut dabei. Das ist ziemlich optimal. Also mit Doppel-Path und einem Snapcaster Mage, da kann man schon gegen Humans ziemlich viel Zeit kaufen. Aber wie gesagt, Humans ist immer so ein Deck, das was außenstand ziemlich viel Schaden schaffen kann. Also da ist es jetzt egal, ob man. Es ist nicht egal natürlich, aber da kann man 5 Handkarten oder 6 machen. 5 Handkarten und davon sind 4 Länder, sehe ich das richtig? Bam, ja, von on top Keizer Rebooter. Nehmen wir uns mit Planes. Er will blau vertuschen anscheinend. Na, aber er will das Parfeld haben können. Genau, ja. Und der Aetherweil. Ist. Das war das eine, das Aetherweil, das eine Nichtland. Na gut. Zwei Mana, a Search. Okay. Ich habe keine Kreatur gelegt, somit braucht man keine Angst haben. Jetzt kommt wahrscheinlich der Freebooter. Der nimmt jetzt das Parf weg. Und dann schaut es gar nicht mehr so leibend aus. Genau, ja, und jetzt. Kann UW Control. Ja. Jetzt hat man sich halt schon. Ja. Geizige Butter. Nimmt jetzt das Path und dann ist er auf einmal gar nicht mehr so geil.
Ah, das sind Doppel-Search, das ist kein zweites Scan. Ah, ist kein Snap-Custom-Age. Doppel-Search, das ist nicht so leimend. Das ist gar nicht gut. Weil das zweite Search ist praktisch eine tote Handkarte, außer man spielt sie halt, um das erste Search früher zu flippen. Genau, ja. Boah. Ist aber trotzdem fraglich, wenn man so Sachen sind, immer sehr, sehr fraglich. Ja, ja. So, was haben wir da? Kein Field of Ruin, auf jeden Fall. Also für trotzdem ein Land gezogen. Handhabt haben wir auch nicht. Haben wir nicht nötig, wir spielen eh gleich das Search, damit das erste Search früher flippt. Ja, genau. Ja, da haben wir einen Flooded Strand. Ja gut, aber wir können in zwei Turns wahrscheinlich Teferi legen. Ich weiß nicht, ob das noch was macht, aber es ist ein gutes Play. Ja, das Problem ist, dass Humans jetzt eben halt auch die Clocks braucht von oben. Genau. Es ist nicht so, dass der Kaiser Reboot alleine macht halt nicht recht viel. Ja, er macht es halt Ping of Death. Mhm. 20 Runden, kein Problem. Ja, stimmt. Minfetch Nummer 19. Die Kevin vermutlich auf Humans. Da geht's schon los. Da hat er gleich nur. Sind es auf einmal nur noch 9 Turns. Und da flasht man noch. Das tut weh. Das tut sehr weh. Das sind jetzt 3 Schaden. Jetzt sind es 3 Schaden und nächste Turn sind es potenziell einmal 6 an Bord. Und mit jeder weiteren Kreatur einfach einmal. Was? 8? Ah, sind es nicht sogar 7? 7 an Bord, ja. Weil da ein Leutnant triggert quasi zweimal. 5, 6. Nein, das sind 6 an Bord. Das sind 3, 4, 5, 6. Ah, der hat 2 Marken, also 3 Dreier, das ist Art. Also der macht da 3 Damage, dann 6 und 7. Ja, jetzt sind's. Was? Jetzt sind's 7, 8. Mathematik für Anfänger fortgeschrittene. Das sind 4. Also 7, jetzt sind's 9. Jetzt liegen 9 Damage genau, da. Ja. Okay. Jetzt haben wir uns auf was geeinigt. Ja, ja mhm. Erstens haben wir das dann scheinbar falsch gesehen mit den Ländern, weil er hat keine Handkarten mehr und 3 Länder hingelegt. Mhm. Wo ist der Terminus? Wenn wir den Terminus sehen, ja. Jetzt genau, jetzt würde ich ihn wirklich gern sehen, weil das ist schon dann... Erstens haben wir dann noch ein längeres Spiel und es wäre der ziemliche Blowout. Muss schon gut sein, wenn er sich's überlegt. Ich meine, Supreme Verdict würde ich jetzt auch einfach keepen. Nein, also die Bewertung Terminus, ich glaube, da stellt sich gar keine Frage vor. Vielleicht ist der Cryptic Command oder Path to Exile, das glaube ich fast eher. Ja, Cryptic Command würde ich auch nehmen. Weil es ist einmal Tab Draw, das ist genauso gut wie. Es ist einfach ein Time Walk. Ich würde einen Time Walk auch nehmen. Ja, ja, stimmt. Jetzt wird es mich echt interessieren, was das ist. Time Reinforcements, da wird es alles gut. Time Reinforcements könnte es auch sein. Ja. Aber das ist halt auch nicht mal wirklich so toll. Ich meine, sicher, es kauft halt auch einen Turn, ist auch ein Time Walk. Hm? 2 Turns würde ich fast. Also, ja, stimmt, naja, ein Turn. Du blockst halt einmal die untere Partie, kriegst 3 Schaden. Genau, und dann hast du dasselbe Problem wieder. Dasselbe Problem wieder. Was haben wir da? Serum Vision. Es bringt dich halt theoretisch 2. Es sieht. Du siehst mehr Karten mit dem Serum Visions. Wenn du auf der Suche bist, sind Serum Visions schon gut. Da haben wir uns entschieden, noch ein Land zu topdecken. Ja. War das Serum Visions auf einmal wieder gut. Aber Opt hat man, das heißt, die Hoffnung lebt noch auf einen Runter. Ach, hat er nein, er hat auf der Hand in Teferi ein Land und das zweite Search war Ascanta. Genau. Jetzt Ascanta verwirrt. Jetzt kriegt er mal mindestens 9, wenn das oben eine Kreatur war, gleich ein bisschen mehr Damage. Wenn er auf 7 ist, ist es dann schon sehr tight. Dann kann er schon Teferi minus machen und ist wahrscheinlich immer tot. Mhm. Ja, da drehen wir alles nach rechts. Ja, wenig überraschend. Keine Blocks. Dann kriege ich 9 Schaden. Bin auf einmal auf 7. Ja. Trigger. Das will man haben. Wirklich? Also wenn es kein Supreme Verdict ist, dann will ich es nicht haben. Oh, da flasht mein Kaiser Reboot da rein. Frage ist natürlich, was man da hat vom Top. Wenn es ein Supreme Verdict ist, dann nehme ich jetzt wieder weg. Oh, dann muss man, glaube ich, kotzen. Oh, es ist ein Supreme. Oh Gott, er ist eine arme Sau. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber das ist echt hart.
Mein Riech ist super, super perfekt natürlich jetzt für einen Georg, aber und wie willst du jetzt das noch irgendwie gewinnen? Du kannst die größte Kreatur wegmachen, sind es noch immer 1, 4, 5, 6, schade, du kannst die größte Kreatur wegmachen. Nein, er spielt sie wieder aus und alle pumpt alle. Genau. Die größte Kreatur ist ein Leutnant. Ja, man muss jetzt einfach glauben, an die Götter glauben, die Fähre spielen, plus 2 machen, plus 1 machen, Op Top decken und mit Op dann Terminus finden. Das ist jetzt der Way to go. Ja. Also da muss man jetzt einfach glauben. Das ist wahrscheinlich wirklich das einzige Out, aber das ist halt, das ist eigentlich kein Out, das ist ja, es nur noch, ja. Weil wenn er den Freebooter zurück auf die Hand gibt, den kleineren, bringt sie, also wenn er spielt dann den Rebooter wieder aus und das Problem, was er dann hat, dann triggern beide Leutnant wieder, ja, und dann sind es genau wieder lethal. Es ist noch immer lethal. Es ist auch so lethal, genau, wenn nur den Freebooter, weil es sind da, die zwei Leutnant sind ja schon 6, plus einen, die kleinen sind ja 7. Und wenn ein Leutnant pumpt, dann kommt der Spieler, pumpt auch wieder alle für 3. Also es ist, du also hast recht, ich glaube, sein Gameplan ist wirklich die Fähre und Glauben. Die Fähre into Opt into Terminus. Ja, ich meine, er hat ein Out. So ist hat nicht. Er hat ein Out, ja. Wobei, wenn er das macht und es geht ihm durch, ist einfach, dann hat er es verdient. Dann muss er auch gewinnen heute. Ja, dann muss er heute gewinnen. Okay, er macht's. Es wird vorbereitet. Plus 1. Wir haben Gegner einen Würfel weggenommen. Es ist es Opt 100%. Oh nein, das war doch kein Opt. Nein, es war ein Chase. Oh, schade. Schade. Ich habe geglaubt bis zum Schluss. Ja, aber ich meine, dass der Freebooter dann aus dem Etherweil hupft, ist ja, halt auch schon. Ja, da findet er das Mass Removal, das was er wirklich braucht. Ja, wie ein bisschen Brot und dann. Und das war halt einfach getoptickt einfach. Ja, ich meine, es war auch von ihm getoptickt, aber es ist halt, die leere Hand und so, alles hart. Ja, da gibt es viele Länder doch im Preispool für ihn. Ah, da haben wir 2 Schockländer, 3 2 Schockländer, also Top 8 gegen 2 Schockländer von jedem Ravnica-Duel. Oh, cool. Vom, das ist also vom cool. 9 Ravnica. Weil, muss ich sagen, die Artworks sind super. Was also 10 Schockländer kriegt Platz 5 bis 8. Ja, da würde ich mir auch nicht drüber beschweren. Glaube ich auch. So, somit 2 zu 0 für Humans. Genau. Dann schauen wir mal, wie die anderen Matches ausschauen. Genau, das heißt, wir machen wieder kurze Pause und sind gleich wieder da. Genau.